So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ich habe mich hier schon ein bisschen umgeschaut, es gibt einiges zu tun. Ich wollte eigentlich gerade ansprechen, aber den falschen Knopf gedrückt. So. Sie haben mir erzählt, dieser Platz würde mehrere Leute aus der aller Welt ansprechen. Ich kann meinen Kampf an einflussreiche Leute zeigen. Ich werde weltweit bekannt. Du hast Glück. Du bist der Erste, der sieht, wie gut ich im Kämpfen bin. Okay. Gut ist natürlich relativ. Gegenüber mir wird es eher weniger gut bedeuten. Mache ich das Video mal. Level 39, was ist das denn? Bin wirklich etwas overleveled, aber finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Okay, mache ich es so. Aber ist Oldfish nicht Typ? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was für ein Typ es ist, deswegen sage ich am besten gar nichts. So, Impergator ist noch dran. Okay. Das reicht also, das ist gut. Du hast meinen Traum nach Berühmtheit zerstört, genau. Ja, sie wird trainieren. Das ist, glaube ich, der Text, den sie bringt. So, hier kommt nächster Kampf. Wow. Ich habe dich gut erschrocken, oder? Ich habe hinter der Tür gewartet, bis du kommst. Ich habe sehr lange gewartet. Jetzt würde ich dich noch mehr mit meinem Pokémon-Kampf erschrecken können. Genau. Weekly Tough. Ich hatte doch letzten Part oder so schon jemand. Ich geh einfach nur auf Loudred. Psybeam, das ist ja mega gut irgendwie. Aber lernt das nicht irgendwann nochmal Psycho-Dings da? Ach, jetzt fällt mir der Name nicht rein. Das gibt's ja nicht. Diese ganz bekannte Psycho-Attacke auf jeden Fall. Weißt du, wie hart es ist, zu warten, ohne dich zu bewegen? Versuch's dir vorzustellen. Ich bezweifle, dass du es sehr lange aushalten würdest. Okay, ist hier irgendwas los? Sieht nicht so aus. Bist du hier, um zu essen? Nope, bin ich nicht. Gut, nächster Kampf. Swellot. Achso, Surfer ist ja nicht so effektiv, ne? Ach, schade trotzdem. Jetzt müsste Surfer sogar reichen. Doktor, okay. Das ist der Typ Psycho, soweit ich weiß. Na, ich geh trotzdem mal drauf. Sinnlos. Ich hätte es andersrum machen sollen, glaube ich. Was Mist? Also Nebel. Ja, Eisnebel heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Aber es. Haze. Ist das nicht auch so eine Nebelattacke? Ach nein! Was soll ich damit?
Das sind so Attacken, die dir in der Story nichts bringen. Ich kann so höchstens Competitive verwenden. Ein Psybeam müsste jetzt nicht sehr wichtig sein. Aber ich hoffe mal, dass Svelot besiegt wird. Aber ich glaube nicht. Doch, doch. Das reicht. Level 60 für Espion. Danke fürs Essen. Kein Ding. So. Das war zu stark für einen Vorgeschmack oder so ähnlich. Für einen. Ach, es fällt mir so nicht ein. Ich weiß nicht, ob ich mal kurz heilen gehen soll. Ich gehe kurz heilen. So, jetzt gehe ich in diesen Raum. Ich denke mal auch, dass hier irgendein Kampf kommt. Nee. Aber hier drin ist bestimmt irgendwas los. Ach, das ist der Store? Oder. Ach, wir haben uns einen Feenhard getroffen. Ach, der Typ! Ich hab's in Bayleaf weggenommen. Bayleaf ist doch, glaube ich, von Entwicklung von Megani, oder? Also Loreblatt. So, wie greife ich mal an? Ich denke Surfer und Psybeam auf Mag. Reicht sogar. Ich frage mich, was er jetzt gesagt hätte, wenn. Ach, Sprung. Ach, hier diese Sprungattacke. Toll, jetzt bin ich direkt paralysiert. Surfer, bitte. Bitte, 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 bitte. Okay, dass Molot jetzt paralysiert ist, nervt schon ein bisschen. Yep. Du hast aber gerade nochmal verloren. So. Jetzt ist er weg. Warum passiert mir das ständig? Kann man hier nicht? Okay, wär auch zu cool gewesen. Schatten-Pokémon-Kämpfe. Heißt es, der hat eins? Zum Beispiel Ninetales? Nope, hat er nicht. Er ist Surfer und. Doch. Vielleicht hat er ja trotzdem auch ein Schatten-Pokémon. Overheat, okay. Okay, dass das jetzt paralysiert, das ist schon etwas nervig. Magneton? Er scheint kein Schaden-Pokémon zu haben. Flash-Shopper ist sogar besser. Als ob das nicht reicht. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es reicht. Und jetzt rechts. Ich werde jetzt nicht extra nochmal heilen gehen. Zumindest jetzt nach diesem Kampf noch nicht. Yep. Okay. Erfolgssystem auf jeden Fall. Ach. Heißt das, ich habe ihn vorhin nicht getriggert? Okay. So, du bist also ein Ex-Mitglied von Team Snaggen. Also, diesem Krall-Typen da. Team Krall, genau. Ich habe gehofft, dass ich gegen dich kämpfen kann. Jetzt sehen wir dieses High-Level. Also, ich bin gespannt, dieses High-Level-Zeug zu sehen, was jeder mag. Und worüber jeder redet. Ja, dieses improvisierte Übersetzen, das ist nicht so
So ein Erfolgsrezept. Ja, Quicksal, das Ding lohnt sich mehr. Ich meine, ich sehe selber gerade, wie stark das ist. Oh, perfekt. Jetzt muss es nur noch angreifen. Mein Molot. Damit hat sich das dann auch geklärt. Komm schon. Ziemlich trockenes Kämpfen in diesem Part. Du bist auf der anderen Seite, aber trotzdem muss ich es dir geben. Was? Warum gibst du mir dann nichts? Wahrscheinlich muss er mir den Sieg überlassen oder so. Ich weiß es nicht. So, ich gehe nochmal heilen. Was? Achso, ich habe ihn aus Versehen angesprochen. Ich dachte gerade schon, ich muss alles nochmal neu machen. Nick, ich bin Silver. Ich bin hier unter Verkleidung. Okay, wer ist Silver? Okay, jetzt ist das Übersetzungsproblem wieder da. Ich hab dich überrascht, oder? Das ist nicht wichtig, allerdings. Das Wort ist, dass Cyphers Boss auf dich wartet auf dem Kopf des Turms. Und hier. Und er soll das ultimative Schatten-Pokémon haben. Ne, Cosma, bitte seid vorsichtig. So, und wer bist du? Willkommen zu dem gerade komplettierten Real Gaming Tower. Weil, was ist mit Kämpfen als Opening für diesen Tower? Okay, so wirklich ein reiner Kampfpart. Ach, Metang ist Typ Psycho, da kann ich jetzt nichts zu durchwaschen. Ist aber. Also, Psybeam wird wohl immer noch das Effektivste sein. Es reicht sogar. Für Lay One. Aber für Metang nicht. Ach, das ist Typ Feen-Pokémon. Ach so, Typ Unlicht. Aber hat trotzdem fast gereicht. So. Ah, ich hätte gewinnen sollen. Ihr passt aber nicht. Weil du kommen wolltest, sollst du da jetzt die Zeit hier auch genießen oder so. Ich denke mal, ich gehe noch hier hoch. Ich meine, ich habe erst seit 14 Minuten oder so jetzt aufgenommen. Okay, jetzt kann ich schon mal aufs Thumbnail klatschen. Okay. Nee, keine Ahnung. Ach, hier ist jetzt dieser Typ, dessen Namen ich vergessen habe. Shakira oder so. Ah, du hast mich endlich erreicht. Ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt bin. Nirk, Cosma, ich willkomme euch im Real Game Tower. Mein Name ist Nesco. Erinnert ihr euch? Als wir uns mal in Phoenix City getroffen haben? Ich hatte das Gefühl, dass wir uns eines Tages im Kampf begegnen werden. Aber ich hätte mir niemals vorstellen können, dass you would be the one to see. Dass du mich hier findest oder so. Bald werden wir dich begrüßen können. Ich werde schon mal vorgehen und auf dich warten. Lass mich nicht zu lang warten. Nick, quick, wir müssen ihn jagen. So, hängen jetzt hier irgendwelche Leute rum, die mit mir kämpfen wollen. Ah, er ist weg. Was sollen wir tun, Nick? Oh, ich weiß, wie wär's mit dem anderen Weg? Ach so, der Elevator ist jetzt weg.
Hier steht jemand davor. Ja, okay, jetzt sind beide Elevators weg. Hier kommt irgendein Typ runter. Wer hätte sich das denken können? Lange nicht gesehen, was, Nick? Du wirst nicht mein Herz brechen und mir sagen, dass du mein Gesicht vergessen hast, oder? Ah, der aus der Anfangssequenz, glaube ich. Selbst wenn du es mir nicht glaubst, du hast recht. Ich bin Gonzab, der Boss auf Team Snag'em. Also vergiss es nicht. Fragst du dich, was ich hier mache? Ja. Ist das nicht Cypher's Head, also Hauptquartier? Team Snag'em sollte nichts damit zu tun haben. Haha, Überraschung, Überraschung. Wir haben einiges damit zu tun, Missy. Wir waren nur Diebe, bevor wir die Snackmaschine bekommen haben. Und von wo haben wir sie? Von Cypher. Ja, aber was sie wollten, war Cloud-Pokémon von Trainern. So, also das ist alles ein großer Plan oder Plot, ne? Von Team Cypher veranstaltet. Das ist, was ich sage. Bist du nicht die Schlaue hier? Oder so? Master Nasco wartet für euch auf euch oben. Aber ihr müsst erst mich besiegen. Wir müssen noch etwas hier auskämpfen oder so. Es ist Zeit, dass ich zurückzahle, was du unserem Hideout angetan hast. Komm nicht auf die Idee, mich zu besiegen. So, und das war's mit dem Part. Ziemlicher Cliffhanger, aber... Ich denke, wenn ich jetzt A drücke, geht der Kampf los. Also dann, tschüss.